Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf dem Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer. Und wir müssen Gas geben. Wir müssen uns hier ganz schnell verpissen. Wir müssen uns hier wirklich ganz, ganz schnell verpissen. Sonst kriegen wir Ärger. Warum? Ach, nichts. Also bei mir ist gerade was Lustiges passiert. Weil, Keule, lass mich hier raus. Was hast du gemacht? Ich habe mir Platz verschafft. Ich habe mir hier einfach mal Platz verschafft. Und du kommst hier hinterher? Nein. Ich kann dich trösten, die Straße geht geradeaus weiter. Mhm. So, jetzt endlich mal. Da ist gerade schön gefahren von der Seite. Und da werde ich auch zur Seite fröhlich geschoben. Meine Güte. EU2, ja, ich weiß. EU2, ich liebe diesen Server. Ich hab auch gedacht, zur Hölle. Ist los mit ihm, dass er auf EU nicht spielt. Mhm. Ja. Freiwillig. Ja. So, aber in der letzten Folge ging es ja um alte Serien und Remakes davon. Oder welche alten Serien ihr am liebsten gerne nochmal sehen wollt. Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt diesen etwas überstürzten Aufbruch hatten, würde ich jetzt erstmal sagen, schönen guten Abend, Fumpi, schönen guten Abend, lieber Amort Wolf. Guten Abend. Weil, wie gesagt, das hatten wir jetzt ja auch noch. Du Wichser! Du Dämlicher! Ja. Ich bin die Ruhe selber, ja. Ja, wissen. Ich kann dir etwas sagen. Ja, der Fumpi ist übrigens immer noch dabei, die Einstellung zu überprüfen für den für die Wi-Fi, ja. Wir brauchen es nicht oder testen. Das ist ein Übertragungsbug im Allgemeinen. Mhm. Weil ich habe jetzt auch noch verschiedene andere Dinos genommen gehabt, die ich übertragen hätte können. Ja. Wie ein Rex oder sonst was. Mhm. Die kann ich gleich gar nicht herunterladen. Okay. Nur die Weihren. Und die wird nicht spawnt auf den normalen Servern ohne Anuak. Okay. Wolf, du bist wieder hinten dran, ne? Relativ. Was? Oh mein Gott! Was ist denn schon wieder passiert? Ich sehe einfach nur den LKW vor mir. Wirklich geflogen. Er ist wirklich geflogen. Mhm. Okay, und schade, dass du es nicht mit aufzeigen hast. Und hinter mir gelandet. Mhm. Okay. Also die Chaoten von. Ja, von EU2. Ja. Volles Pfund. Volles Pfund. Ich bin gerade umgekippt wieder. Die kriegen das echt diese kompetent. Mhm. Okay. Gut, dass ihr hier alle doof drum steht. Ich bieche ab. Weil nach Brüssel wollen wir jetzt eigentlich nicht. Ach Gott sei Dank, ist jetzt vor mir weg, oder? Ja. Ich habe Angst, ihr habt es eher an mich reinbacken. Das kann ich durchaus nachvollziehen hier. Ja. Aha. Oh, ich bin wieder an Thorsten dran. Ja. Nee, aber welche Serien? Also, wie gesagt, wir hatten Alf ja gehabt. Welche Serien hättet. Battlestar Galactica hatten wir ja in der letzten Folge gehabt. Welche Folgen oder welche Serien würdet ihr noch gerne sehen? Wir hatten auch Ein Herz und eine Seele ja noch gehabt. Ich hab noch eine. Aha, okay, schieß los. The Addams Family. Mit Morticia. Und Gomez. Ja. Ich weiß nicht, Wolf, kennst du Addams Family? Name, ja.
Ich kann auch sein, dass ich schon gesehen habe durch meinen Opa, aber. Ich weiß nicht. Da gab's. Da gab es ja mehrere Filme. Addams Family im Urlaub. Da gab es eine klassische Serie. Mit. In komplett in Schwarz-Weiß. Da gab es auch eine Serie in Farbe. Da gab es auch eine Zeichentrickserie von. Ja, ja. Die war auch nicht so toll. Ja? Nur die Schwarz-Weiß-Serie ist wirklich zu genial. Mhm. Mit. Ja. Weil Fester und so, das gibt's nicht ein zweites Mal einfach. Ja. Wusstet ihr, dass in der Neuauflage, also in der Addams Family, in der farbigen Version, kennt ihr aus Scrubs den Hausmeister? Ich, ja. Ja? Also aus Scrubs die Anfänger, den Hausmeister? Mhm. Der hat in der farbigen Version hat der eine Rolle gespielt, als Lurch, glaube ich sogar. Als Lurch? Ja. Ich glaube, dazu ist er zu klein gewesen. Das weiß ich nicht. Ich finde die farbige nicht so toll. Mhm. Also, für die Schwarz-Weiße wäre er auf jeden Fall zu klein gewesen. Hm. Weil Lurch war ja wirklich ein... Lurch ist im wahrsten Sinne des Wortes Lurch gewesen. Ja. Aber, wie gesagt, doch, da hat er eine Rolle drin gespielt. Das war irgendwo in den Film-Wikipedia-Wiki-Seiten gewesen von Scrubs. Ja? Okay. Aha. So, dann bremsen wir mal wieder ein bisschen runter, damit wir jetzt entspannt durch die Kurven hier kommen. Und wir sind kurz. Du machst mir jetzt gerade Lust drauf, das mir anzugucken nochmal. Jetzt paar Folgen. Das ist ehrlich gesagt auch Sinn und Zweck heute dieser Aufzeichnungen. Ne? Einfach Serien, die ihr wirklich schon Jahrzehnte nicht oder Jahre oder Jahrzehnte. Ich weiß, ein Großteil der Zuschauer ist 30 plus, die ihr wirklich Jahrzehnte schon nicht mehr gesehen habt. Ja, Thorsten, ich hab's ja erst vor kurzem gesehen und. Ja. Das anzugucken, du Nase. Ja. Oder was auch jetzt startet, da haben wir schon mal drüber uns unterhalten. Star Trek kommt jetzt in einer neuen Serie raus. Von Star Trek Discovery heißt die Serie. Da sind ja auch schon ein paar Informationen zu geleakt worden. Das sieht interessant aus. Es soll in der Zeitleiste ungefähr nach in der Zeit befinden, wo die neuen Star Trek Filme gebaut wurden oder produziert wurden. Okay. Na, also ungefähr auf der Zeitleiste soll das ungefähr da soll sich das abspielen. Finde ich nicht schlecht. Ja, welche Timeline ist denn das? Also die Das ist die alternative Zeitleiste, ja. Nö. Ja. Also. Die hasse ich. Ich finde das Konzept finde ich nicht schlecht. Aber fummel ich nur noch stark an, weil Discovery wird dann. Also da wirst du ja nichts kennen, wenn ich mich mal stark an. Nee. Da wird ja alles neu sein. Weil ich die neueren Filme nicht gesehen habe, also das Alternative gefällt mir überhaupt nicht. Wir sind in Amsterdam. Müssen wir jetzt hier runter? Ja. Okay. Mhm, okay. Ja, erzähl bitte weiter. Es geht um die Wichser! Es geht um die Wichser? Nee, nicht wirklich. Report. RAM, Reckless Driving, Trolling und ab dafür. Report. Ja, ich hab jetzt. Und schon wieder. Nicht bei mir. Mhm.
Bei mir, mir ist jetzt gerade der Motor verreckt. Ja, das Glück, dass wir jetzt hier in Amsterdam sind. Wenn du noch zur Werkstatt kommst. Ja, zur Werkstatt komme ich. Fahr du zur Werkstatt, ich hab ja nichts ab, Gott sei Dank. Ja. Ne, aber. Gib dann ab und so was Neues. Ja. Wie gesagt, es geht nach Glasgow hoch, ne? Jo. Also ehrlich gesagt, ich finde das Konzept der alternativen Zeitlinie nicht schlecht. Ja, aber da hab ich schon wieder Angst, dass das verhaut. Erstens das. Die Angst habe ich ehrlich gesagt auch. Ich glaube, die hat jeder Star Trek. Schauer. Vor allem, wenn man jetzt so die alten Folgen sich so ansieht. So mit Kirk damals oder mit Picard oder mit Janeway oder mit Sisko oder mit Archer. Ich bin ja immer noch Voyager for the win. Okay. Okay. Die Serie gefällt mir meistens. Komm, Alexis. Ich kann es sagen. Also, ja, richtig Enterprise war auch nicht schlecht. Ja, vor allem es ist es halt. Was? Mit wem? Archer. Mit Archer, ja. Aber es ist leider nach 4 Staffeln eingestellt worden. Nö. Doch, es ist nach 4 Staffeln eingestellt worden. Ja, na gut eingestellt, aber es ist eine Kontinuität hergestellt worden. Ja. Die letzte Folge von Enterprise hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Weil man das Gefühl hatte, man ist im Holodeck auf der Enterprise. Doch, man hatte das Gefühl gehabt, dass man dass man auf dem Holodeck war. Die haben es ja das so gemacht. Als hätten die das hier durch die Geschichte hier einerlebt. Mhm. Man hat ja auch die ganze Zeit wirklich überlegt, wer könnte das denn jetzt gewesen sein, der jetzt getötet wurde? So, ich mach mal den Motor aus. Und vor allen Dingen hier die ganzen modernen Anzeigen wurden auch so erklärt. Ja. Weil wenn du bei der Ende. Bitte erzähl. Ja. Da hat's dir ja noch richtig Knöpfe, also richtig hier Knöpfe. Auf so der Constitution-Klasse, ja. Genau. Mhm. Die Constitution. Ja. Vor allem wusstet ihr. War das nicht Constellation? Es gab eine Constitution. Und eine Constellation. Constellation ist eine andere. Ja, gab's ja auch. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Klasse. Mhm. Ich glaube, die ist massiver als die Constitution-Klasse. Ja. Wusstet ihr übrigens, dass das ein bisschen Nerdwissen. Dass die von Hoshi Sato damals auf der Enterprise, danke für den Hinweis übrigens, Translator-Matrix, die Hoshi Sato damals entwickelt hat, zu TNG und wahrscheinlich auch deutlich länger, nicht wirklich verändert wurde? Sondern dass sie einfach nur erweitert wurde halt durch jetzt die neuen Sprachen? Nee, wusste ich nicht. Nee? Das ist Nerdwissen. Ja, Nerdwissen. Das ist definitiv Nerdwissen. Ich bin aber kein Nerd. Nee, du bist aber nur ein absoluter Star Trek-Fan. Wo ist deine Ladung? Nee, ich muss schlafen, hör mal. Ich hatte das. Oh, ey. Ja, warte doch. Mein Gutes, da sagt er auch noch. Das fühlt mir richtig geehrt. Ja, man muss ja auch mal irgendwas zu dir sagen. Genau. Was nett ist. Genau. Nee, aber wie gesagt, doch, die Matrix ist nicht wirklich großartig verändert worden. Das finde ich geil. Wieso auch? Ja, vor allem, sie hat funktioniert. Mit der Technik aus dem 22. Jahrhundert? Mhm. Die bis ins 24. Jahrhundert immer noch die gleiche war. Ich finde das eine interessante. Ich finde das eine interessante Sichtweise. So, hast du jetzt geschlafen? Dies ist ein Rastplatz, aber du bist im Augenblick nicht müde. Externer Auftrag nach Glasgow? Nach Glasgow, ja, habe ich schon geguckt. Oder nach Aberdeen?
Meine Güte, stell dir nicht so... Ich hab noch das Grimsby. Was? Ja. Das ist die falsche Schiffsstation. Okay. Sonst habe ich gar nichts nach. Grimsby? Ja gut, können wir auch herfahren. Jo. Das... Also soll ich die nach... Na... Grimsby. Ja. Grimsby. G-R-I-M... Also G-R-I-M-S-I-Y. Genau. Okay. Wenn der Chef sagt, geht, dann geht. Ja. So, okay. So, wohin denn? Wohin denn nach Grimsby? Zum Trado. Zu Trado, okay. Okay. Habe ich in Karte markiert. Also ab nach Calais. So halb ist. Ne, nicht halb ist schon mal. Mhm. Oh, musst du weit fahren oder kannst du. Ah, du fährst ja schon auf den Platz da drauf. Mhm. Ich warte ja auf dich. Ne, jo. Ne, aber, wo waren wir jetzt? Bei Star Trek. Bei Star Trek, ja. Dasselbe verwenden. Ne, aber, ich persönlich, gut, ich, was jetzt so Star Trek angeht, so, es gab mal eine Dokumentation, da muss ich, der Dokumentation muss ich auch wirklich zustimmen, dass die, also, dass die DS9, sehr, sehr düster gehalten waren. Mhm. Na, also, da, doch, von der Geschichte her, ich meine, dass es über eine Raumstation geht, finde ich eine wirklich interessante Gesichtsweise. Aber ob das jetzt komplett auf einer Raumstation stattfinden muss, ich weiß nicht. Die Raumstation. Die hat mir nicht so zugesprochen. Oh. Aber ich sag mal so, DS9 war zumindest von vorne bis hinten durchgeplant, ne? Ja, vor allem mit dem Ende halt, dass Cisco zu einem Wurmlochwesen ja quasi mutiert ist. Ich denke mal, das kann man ja so sagen. Sag mal. Ich sehe es gerade im Spiegel. Manche haben es einfach eilig. Der fährt sogar auf der falschen Seite. Jojo, habe ich gesehen. Der Ehrmann. Und kriegt die Kurve nicht. Och, der arme Kerl. Hat er verdient. Warum bist du neben mir? Ich habe einfach irgendwie das Gefühl, dass das richtig war. Ah ja. Du nutzt jetzt nur den Vorteil, dass du jetzt leichter bist als ich. Es geht übrigens jetzt rechts weiter gleich, ne? Ja, ich muss ja jetzt sehen, du musst jetzt mir folgen. Nö, ich habe die roten Punkte schon alle gesetzt. Ja, aber rein theoretisch müsstest du jetzt mir folgen. Rein theoretisch müsste ich dir folgen. Rein theoretisch. Rein, ja. Aber effektiv... Ich hab mich heute schlau gemacht über die ganzen... Klassen. Ja? Über die ganzen Klassen. Weil im... Schiffsklassen. Ja, okay. Ja, da hatten wir... der Wolf hat von mir eine Kopie... Oder für mal, was heißt die Kopie? Hat von mir die CD bekommen mit Star Trek Starfleet Command 3. Und das ist er gerade am Durchsuchten. Nee, heute war ich eher so. Mhm. Da war ich online. Und wie? Ne? Nur irgend. Mhm. Nee, und wie? Ich hab heute so angefangen, da wollte ich nicht mehr hoch. Ne, aber wie gesagt, er hat von mir halt die CD bekommen. Die möchte ich natürlich wieder haben, ist klar, ne? Mhm. Und er will unbedingt gegen mich da antreten. Deswegen war eigentlich... Er will gegen mich antreten. Ernsthaft jetzt?
Machen wir ein Rennen? Nee, aber da hinten kommt ein Typ. Ich muss. Ja, deswegen gebe ich jetzt hier mal ein bisschen mehr Gas. Ja, ich kann nur 90. Ja, warte mal, im Bremse, ich hab. Lass, sag mir Bescheid, wie ich rüberkomme. Ja, bis. So, machen wir mal ein bisschen Platz. Ah, wir sind in Schiphol. Beziehungsweise an Schiphol. Okay. Ja, aber wie gesagt, nur deswegen kommen wir eigentlich auf alte Serien auch zu sprechen. Vor allem, wir hatten auch schon mehrfach... Was? No further action? Du verarschst mich doch. Gegen den Idioten, der mir reingefahren ist. Keine Aktion gegen den. Verarsch mich doch. Ja, hab ich auch gesehen. Nee, aber wie gesagt, nur deswegen kam da eigentlich ja drauf. Nein, was habt ihr für ein Problem mit Rotterdam? Er fürchtet sich um seine FPS-Zahlen. Nee, ich fürchte mich nur, dass mir 500 Leute reinfahren. Nur nein, wir haben ein bisschen später schon. Das sind nur 200. Macht. Ja, dann geht ja noch. Ja, genau. Ne, aber wie gesagt, nur deswegen kommen wir eigentlich darauf zu sprechen. Und welches Konzept ich persönlich wirklich am besten fand, war Voyager. Ja, ich auch. Weil das war wirklich innovativ gewesen. Ne? Die haben wirklich ein Raumschiff alleine im Delta-Quadranten stranden lassen und haben gesagt, versucht euer das Beste draus zu machen. Dauert zwar, aber irgendwie. Genau. Ne, ohne großartig Hilfe jetzt von großartig Hilfe von der Sternflotte, sondern dass das Schiff komplett auf sich selber gestellt ist. So ein gut, im Laufe der Serie hat die Voyager ja auch Hilfe der Föderation ja auch gekriegt. Zum Teil. Die hat Hilfe von der Wesen gekriegt. Moralisch und. Das war ja mehr moralisch und. Ja, aber es ist besser als keine Unterstützung. Ne? Es ist besser als keine Unterstützung. Also ich weiß, heute hat die Voyager das temporale Waffenschiff besiegt. Okay. Ja, eigentlich auch Hölle Teil 2. Genau. Fast ein ganzes Jahr gegen das gekämpft. Mhm. Ja, aber ehrlich gesagt, das vor allem, was mir da auch wirklich gefallen hat, ist wirklich die Tatsache, dass verschiedene Filme quasi produziert wurden. Also es sind sehr viele Folgen in Doppelfolgen gewesen. Was machst du da? Ach, du wartest doch. So. Nein. Hier der andere. Und das knallt. Komm, Tobi. Hup nicht, fahr. Was war das? Interessant, sagen wir es so. Hat sich mein Auflieger einfach nur aufgeschaukelt, oder was? Du hast hinten ganz kurz mal so einen Pfosten berührt von diesen Sterndinger. Ja, dann hat er sich hoch. Okay. Ja, passiert. So. Ich habe gerade über den Ticker eine Nachricht gelesen. Okay, es geht nach Hull von Europort aus. Thorsten? Aha. Also, wenn jemand bei euch Scheiben wie verkauft, ne? Ja. Stell es bitte sicher, dass er es in die richtige Öffnung schüttet. Ja. Weil in Frankreich hat ein
PKW-Fahrerin. Ich sag jetzt nichts darauf, aber. Aha. Lieber Wolf, du fährst auf der falschen Straßenseite. Hab ich gerade korrigiert. Die hat 5 Liter Scheibenreiniger. Ja. Bis oben hin. In den. Ja. Nicht in die Scheibenanlage geschüttet. Sondern in den Öl. In den Öltank oder in die Kühlflüssigkeit? Nicht einfach in Öl. In den Öltank. Da wäre ich ja noch kompetenter. Ja. Und das ist dann nach 5 Minuten wiedergekommen, weil das Auto anfing blau zu rauchen. Okay. Auch eine Idee, ein Auto zu schrauben. Definitiv. Und sie sagen, das gesamte Gemisch ist einzig nur noch ein kompletter Klumpen gewesen. Definitiv. Nein, aber wie gesagt, also um mal back zu Topic zu kommen, ich glaube, wir machen noch mal eine dritte Folge draus. halt mal gleich irgendwo an, wo es günstig ist. Bitte. Wenn die Leitplanken wechseln. Ja. Also ehrlich gesagt, was Star Trek Voyager angeht, das war echt ein Konzept gewesen, was gut war. Was wirklich innovativ war. Ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, es war ein hervorragendes Konzept. Jein. Also, wie gesagt, innovativ war es definitiv. Aber hervorragend, weil effektiv, was haben sie gemacht? Sie haben versucht, sich an die Regeln zu halten und versucht, nach Hause zu kommen. Ein Wunsch, den ich ja durchaus nachvollziehen kann. So, mehr aber auch nicht. An der Kreuzung sortierst du dich mal bitte ganz, ganz links ein, ja? Oh, warte mal, ist ein Standstreifen. Okay. So, okay. Oh, Warnblinker an. Und in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zusehen. Wir wünschen euch noch viel Spaß, natürlich hier auf diesem Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.